Aber ich sag dir doch, ich werde verfolgt. Carlos, wer soll dich denn verfolgen? Du irrst dich. Ich irre mich nicht. Ich bieg andauernd ab und der Wagen folgt mir. Der macht alles, was ich mache. Dann halt doch einfach an und lass ihn vorbeifahren. Gut, ich versuch's mal. Der hält auf. Und was passiert jetzt? Nichts. Ich mache dir einen Vorschlag. Steigst aus und fragst ihn, was er von dir will. Und nimm dein Handy mit. Ich versuch's. Ich steig jetzt aus. Ich melde mich gleich. Er ist abgehauen. Na also. Moment. Ein Wagen. Er kommt direkt auf mich zu. Ich stehe jetzt voll im Licht. Darüber reden wir doch schon eine halbe Stunde. Jetzt ruf doch endlich mal die Polizei an. Was soll ich Ihnen sagen? Ich habe Schüsse durch ein Handy gehört, aber ich weiß nicht woher. Wenn man Carlos ermordet hat, dann auf einer Straße auf die Autos fahren. Die Polizei wird längst alarmiert sein. Carlos hat immer alle Papiere bei sich. Da steht auch, wo er wohnt, und er wohnt bei uns. Wenn etwas passiert ist, dann muss ich die Polizei nicht rufen, die kommt her. Worüber denkst du nach? Über den Grund, den jemand gehabt haben könnte, auf Carlos zu schießen. Welchen Grund soll es geben? Es gibt keinen! Carlos! Carlos ist tot. Und du bist der Nächste. Hallo? Hallo! Hast du das gehört? Ja. Was ja? Der Nächste. Das ist eine Morddrohung. Ja. Was ist? Warum gehst du nicht ran? Nimm du ab. Was ist denn los? Hast du Angst? Ja, bitte? Ja, hier ist die Kriminalpolizei. Auf Sie habe ich schon gewartet. Wieso auf mich gewartet? Ich weiß, was Sie mir sagen wollen. Ja, was will ich Ihnen denn sagen? Dass man jemanden ermordet hat. Sein Name, Carlos Blecher, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Woher wissen Sie das? Weil er mich angerufen hat. Und während ich mit ihm sprach, habe ich die Schüsse gehört. Wir kommen sofort. Zieh dir was an, die kommen her. Den habe ich nicht erkannt. Er sagte, Carlos ist tot und du bist der Nächste. Wir würden gerne mehr dazu diesen Carlos Blecher erfahren. Darf ich Sie dann bitten, meine Augen geben, um Sie noch ganz zu nehmen? Ja, ja. Warum kommst du nicht? Die Polizei ist unten. Carlos ist tot. 3 Schüsse. Sie sagen, es sei wie eine Hinrichtung gewesen. Hast du ihm gesagt, dass dich jemand angerufen hat? Ja, das habe ich ihm gesagt. Haben sie dich gefragt, ob du die Stimme erkannt hast? Ja, das haben sie gefragt. Und, hast du sie erkannt? Nein. Bei allem Nachdenken nicht? Bei allem Nachdenken nicht. Du hast sie doch auch gehört. Hast du sie erkannt? Was will denn die Polizei? Sie wollen Carlos Zimmer sehen. Wissen, wer war, was er gemacht hat, welchen Umgang er hatte. Naja, und wie er sein Geld verdient hat. Also komm jetzt. Meine Frau. Guten Abend, Frau Manzer. Können Sie sich vielleicht ein Motiv vorstellen für den Mord an diesem jungen Mann, der ja hier gewohnt hat und den Sie sicher gut kennen? Das Erste, worüber meine Frau und ich nachgedacht haben, ist wer?
Ja, wer um Himmels Willen hat irgendeinen Grund gehabt, diesen Jungen zu erschießen? Also wir wissen es nicht. Können wir jetzt sein Zimmer sehen? Aber gern, bitte. Was hat dieser junge Mann getan? Ich meine, was hat er gearbeitet? War bei Ihnen angestellt? Was hatte er für einen Beruf und welchen Beruf haben Sie? Ich bin Filmproduzent. Und Carlos ist, er war Schauspieler, ein sehr guter, ein sehr brauchbarer Schauspieler. Was produzieren Sie für Filme? Pornofilme. Und Carlos war unser Star. Und wir hatten immer einen sehr, sehr großen Erfolg mit ihm. In diesen Pornofilmen? Ja. Sie halten das hoffentlich nicht für etwas Besonderes. Man sieht sie doch überall. Es ist eine Ware, die hergestellt wird, weil sie gebraucht wird. Ja, schon in Ordnung. Wir suchen nach dem Mordmotiv, verstehen Sie? Und kann das mit dem Beruf hier zusammenhängen? Aber glauben Sie mir, das ist ein Beruf wie jeder andere. Ja, ja, nicht ganz wie jeder andere. Man arbeitet nicht am Schreibtisch, sondern im Bett und sozusagen öffentlich. Ja, und vor laufender Kamera. Das ist alles richtig. Und Carlos war ein netter Kerl. Höflich, liebenswürdig. In seiner Art war er jedermanns Freund. Sag du, wie er war. Du kennst ihn besser. Meine Frau kennt ihn besser als ich. Sie hat sehr oft mit ihm zusammengearbeitet. Habe ich ihn richtig beschrieben? Ja, ja, du hast ihn ganz richtig beschrieben. Wissen Sie, er war nicht sehr klug. Er war sehr leicht zu beeinflussen. Aber er hat immer nur das Beste gewollt. Für alle, für jeden. Einfach aus seinem Gefühl heraus. Jemand muss es ganz anders gedacht haben. Der Mörder. Jemand hat Sie doch angerufen, das stimmt das? Der hat zu Ihnen gesagt, er ist tot und Sie sind der Nächste. Ich meine, daraus kann man ja schließen, dass Sie mit den Toten irgendetwas gemeinsam haben. Das Mordmotiv. Das Sie nicht kennen. Nein. Kennen Sie es? Ich werde drüber nachdenken. Wie schön. Sie wird drüber nachdenken. Nicht nur, ob sie es kennt, das Mordmotiv, nein. Ob sie es uns sagen soll. So sehe ich das auch. Wobei wir nicht vergessen sollten, sie ist auch Pornodarstellerin, arbeitet im Bett und nicht am Schreibtisch, so wie wir. Beneidenswert. Wie fühlst du dich? Interessiert es dich wirklich, wie ich mich fühle? Ja, es interessiert mich. Gut, dann sage ich dir, wie ich mich fühle. Frage mich, ist die Tür verschlossen? Darf ich ans Fenster gehen? Wie komme ich zu meinem Wagen? Darf ich einfach so ins Freie gehen? Tja, unser Leben hat sich ganz plötzlich sehr verändert. Warum denn diesen Jungen erschießen? Ein harmloser Idiot. Wegen was? Ganz plötzlich merkt man, dass man das, was man für Kleinigkeiten gehalten hat, gar keine sind. Was für eine Überraschung. Alle ins Studio. Guten Morgen. Wir sind angemeldet. Das ist Herr Bering, mein Name ist Klein. Ach, die Kriminalbeamten. Genau. Kleinen Moment, bitte. Schön, dass Sie kommen. Wir haben Sie schon erwartet. Wir zeigen Ihnen gerne unser Studio. Die Mitarbeiter sind informiert worden überall. Sie vertrauen nicht in der Standard. Haben Sie schon ein bisschen umgesehen? Ja, haben wir. Ein kleiner Einblick in unser spezielles Arbeitsgebiet. Aber kommen Sie doch. Die Herren von der Kriminalpolizei, die den Mord an Carlos untersuchen. Ich darf Ihnen Herrn Brandt vorstellen, Leiter des Studios, Autor und Regisseur. Er war mit unserem Hauptdarsteller sehr gut befreundet. Er kann Ihnen am besten sagen, wie Herr Carlos war. Ja, das stimmt, das war ich wirklich befreundet mit ihm. Aber das waren wir alle hier.
Ja, und wir finden auch überhaupt keine Worte, ihn zu schildern, wie entsetzt, wie verstört, ja, wie traurig wir sind. Wir möchten gern mit jedem von Ihnen reden, und zwar handelt es sich hier nicht um Verhöre, es ist eine reine Unterhaltung über Ihren Kollegen. Wir müssen ihn näher kennenlernen. Haben Sie vielleicht irgendwo einen Raum, wo man ungestört miteinander reden kann? Ja, wir haben hier einen kleinen Vorführraum. Apropos Vorführraum, wir können Ihnen ja Carlos vorführen. Ja, was wollen Sie uns vorführen? Sexfilme? Begegnen wir da jetzt einem kleinen Vorurteil? Nein, das nicht, aber es geht uns eigentlich auch nicht um seine Fähigkeiten auf seinem Spezialgebiet. Ne? Ja, ich verstehe schon. Ach, wir haben noch einen kleinen Werbespot gedreht, den wir unseren Auftraggebern vorgeführt haben. Den können Sie sehen, wenn Sie wollen. Kommen Sie bitte mit, ja? Da verkauft er sich selber. Da bekommen Sie einen ganz guten Eindruck von ihm. Jenseits seiner speziellen Fähigkeiten. Es ist zwar nur eine kurze Szene, aber vielleicht sagt sie ihm was. Tja, das ist er, den alle mochten. Sein Lachen, seine Freundlichkeit, natürlich auch seine von Gott gegebene Naivität. Ach ja, und wir hatten einen Spitznamen für ihn, einen Kosenamen. Wir nannten ihn Pornocchio. Porno-chio. Das war er für uns. Lass ihn reden. Hallo, ich grüße alle, die mir jetzt zusehen, sehr herzlich. Ich soll mich vorstellen. Also, ich bin Pornocchio. So nennen mich alle meine Freunde. Und es gefällt mir, dass sie mich so nennen. Ich bin jetzt auch für Sie einfach nur Pornocchio. Meine Aufgabe besteht darin, ich sage das jetzt ganz offen, Ihnen den Vorgang einer geschlechtlichen Vereinigung in einer Weise vorzuführen, die, naja, Sie wissen schon, allen eine gewisse Befriedigung verschafft. Und es geht, wie auch jeder weiß, von direkter bis zur indirekter Befriedigung. Jeder nach seiner Fasson. Wir leben nun mal in einer Körperwelt und deswegen zeige ich die Macht des Körpers in jeden schönen Augenblicken, wenn er stärker ist als der Verstand. Also verachtet mir den Körper nicht. Hört, was er sagt und was er uns in jedem Augenblick zu verstehen gibt. Und seid überzeugt, dass er recht hat. Auch wenn der Verstand im Kreise springt. Denn Gott sieht zu und lächelt. Na, was sagen Sie dazu? Das ist natürlich nicht sein Text, das habe ich geschrieben, aber er bringt ihn ganz gut, finde ich. Geht es da nicht weiter? Wie weiter? Ich weiß doch, dass es da weitergeht. Oder ist es gelöscht worden? Nein, ja. Will man das sehen? Ich habe nichts dagegen. In Ordnung, ja, ich. Ja, ganz gut. Ich glaube, das hast du sogar sehr gut gemacht. Du meinst, man glaubt mir den Scheiß. Es hat sich wirklich gut angehört. Also ich... Gott sieht zu und lächelt. Ja, was ist falsch daran? Also ich komme mir vor wie jemand, der ein Gedicht aufsagt und genau weiß, dass es keins ist. Was ist los, Pornocchio? Fängst du an zu denken? Also ich will dir nicht zu nahe treten, Erich, aber es geht doch nur um das eine. Darum geht's. Und dass das Ding kriegt, was es will. Und dass das in jedem Schädel sitzt. Ja, okay, Pornocchio. Und jetzt halt die Klappe, ja? Das war wohl sein wahres Credo, hm? Wir machen keine Gedichte, da hat er natürlich recht. Aber wir alle wissen hier, dass wir auch keine Gedichte verkaufen, sondern eine Ware, die begehrt ist. Heiß begehrt ist. Darf ich Ihnen jetzt vielleicht einen Drink anbieten? Wir haben eine kleine Bar im Haus. Nichts dagegen, gar nichts. Würden Sie bitte schon vorgehen? Ich möchte noch mit Ihrer Frau sprechen. Mit meiner Frau? Ja, es dauert nicht lange, ein paar Minuten nur. Ja. Aber natürlich. Das ist schon in Ordnung. Sie wollten, dass wir den ganzen Film sehen, ne? Ja. Ich wollte den letzten Satz nicht so stehen lassen. Gott sieht zu und lächelt dazu, ne? Ja, genau. Aber Gott lächelt nicht.
weiß nicht, ob Gott überhaupt Gefühle zeigt. Vielleicht lächelt er, vielleicht weint er aber auch. Wahrscheinlich überlässt er uns das Lachen und das Weinen. Und wir lernen erst, an welcher Stelle gelacht oder geweint werden darf. Diese schönen Sätze stehen immer am Ende eines langen Gedankenganges. Ja, ich glaube, im Moment haben Sie überhaupt viel zu denken. Ja. Das Motiv, Sie kennen es. Da gibt es eine ganze Welt von Motiven. Hallo, ich grüße alle, die mir jetzt zusehen, sehr herzlich. Ich soll mich vorstellen. Also, ich bin Pornocchio. Was hat dieser Mann angestellt, dass man ihn umgebracht hat? Der? Gar nichts. Ich bitte Sie nur um eins. Lassen Sie mich in Ruhe. Das halten Sie gar nicht aus. Kann sein. Aber dann ist das meine Sache. Stefan, hier sind die ganzen Aussagen. Ich danke Ihnen. Was steht drin? Eigentlich nichts Besonderes. Ich meine, dass alle miteinander befreundet sind und das, was sie tun, tun sie gerne. Und daran haben sie sich gewöhnt. Aber was ich ganz witzig finde, der Kameramann sagt, wenn er fertig ist, so, jetzt kann das Fleisch kommen. Ich meine, das ist natürlich die Sprache der Illusionslosen, aber so ist es nun mal. Tja, was machen wir? Hast du eine Idee? Ich warte. Worauf? Dass jemand seine Ruhe verliert. Fährst du nach Hause? Hast deinen Wagen nicht mit? Ich bin mit dem Taxi gekommen. Aber ich will keins mehr nehmen, weil ich nicht weiß, ob es ein Taxi ist oder nicht. Na klar, fahr ich dich. Komm mit. Zu den Rückspiegel, ob uns jemand folgt. Wer soll uns denn folgen? Ich habe Carlos ja gehört. Richie, ich werde verfolgt. Mann, du, es ist heller Tag. Stell dir vor, nicht mal das beruhigt mich. Gitta? Gitta! Dich und du antwortest nicht. Warum nicht? Hast du Angst um mich? Weil offenbar Verrückte unterwegs sind, deswegen. Ich wüsste nicht, warum man mich umbringen sollte. Ich habe eine Frage an dich. Komm. Was wollte er von dir wissen? Und worüber hast du mit ihm gesprochen? Er sagt, ich kenne das Mordmotiv. Was hast du darauf geantwortet? Ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen. Hat er das akzeptiert? Er hat gesagt, die Ruhe halten Sie doch nicht aus. Sagen Sie mir, wenn Sie die Ruhe verloren haben. Was soll das denn? Was meint er damit? Will er sich wieder melden? Ich soll mich melden, wenn ich meine Ruhe verloren habe. Was redest du da? Wir haben keine Ruhe zu verlieren. Die hast du doch schon längst verloren. Weil ich irgendwie die Welt nicht mehr verstehe. Stefan, ja. Du hast Besuch, Frau Matzer. Ich mach hier weiter. Ja, Frau Matzer, welch eine Überraschung. Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Wissen Sie, dass ich zum ersten Mal in einem Polizeibüro bin? Also, als ich hier reinkam, habe ich mir gedacht,
Ich beneide Sie nicht. Ja, ist ja auch kein schönes Büro. Nein, Ihr Büro meine ich nicht, Ihren Schreibtisch oder so. Ich meine Ihren Beruf. Sie haben doch nur mit der dunklen Seite des Lebens zu tun. Daran habe ich mich gewöhnt. Wie teilen Sie die Menschen ein? In Gute und in Böse? Na, sagen wir lieber so, in Menschen, die die Gesetze beachten und in die, die sie nicht beachten. Diese Einteilung sagt wohl nicht alles. Kann man Gute und Böse trotzdem irgendwie unterbringen? Irgendwie gefällt mir das nicht, was? Ich bin hier, weil ich meine Ruhe nicht aushalte. Ich wollte mich mit Ihnen verabreden. Gut. Sagen Sie wann, wo und wie. Guten Abend, Frau Manz. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich bitte. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich komme. Darf ich? Bitte. Danke. Ich weiß nicht, was Sie erwarten. Ich kann Ihnen nur eine Geschichte erzählen, mit der Sie dann anfangen können, was Sie wollen. Einverstanden. Also gut. Wir waren auf Motivsuche. Mein Mann und ich und Brandt und Pinocchio. Stört das Sie, wenn ich statt Carlos immer Pinocchio sage? Ich meine, wir alle nannten ihn so. Ich auch. Stört mich nicht. Wir vier, wir waren also unterwegs. Brandt suchte einen schönen Drehplatz. Romantisch, nicht zu offen in die Natur eingebettet. Sozusagen ein Naturbett, in dem sich dann das Übliche abspielen sollte. Aber wir fanden leider nichts. Wir fanden dann einen wunderschönen Platz mit einem Schloss. Der Besitz eines Herrn von Landinius. Brandt und mein Mann, wir waren ganz begeistert. Seht euch das an. Ruhe und Frieden. Alles atmet Würde aus. Strenge Konvention. Vornehmheit. Und darunter da könnte es brodeln. Drängt nach oben in greller Nacktheit. So ganz unrecht hat er nicht. Würde, die mal auszieht, wie eine Unterhose. Ja, genau. Gegensätze, die sind es, die interessant sind in... In ehrwürdigen Räumen hört man was? Lustschreie. Mach jetzt keine Geschichten. Willst du fragen, ob du da drehen darfst? Ja klar, warum nicht? Muss mir nicht sagen, was ich drehen will. Ich bin vom Film. Das ist sowas wie ein Schlüssel. Schau mal, da ist schon jemand. Da war wirklich jemand. Ein junges Mädchen, das einen Rollstuhl schob, in dem ein älterer Herr saß. Sie hatten uns bemerkt. Mein Mann sagte... Gehen wir doch einfach rein, fragen kostet ja nichts. Muss das sein? Du kommst mit. Da ist ein junges Mädchen dabei, Frau Nocchio. Mach einen guten Eindruck. Naja, ich tue mein Bestes. Dein Bestes wird im Moment nicht gefragt. Wir gingen die Treppe hoch. Es waren ganz reizende Leute. Sie sehen aus, als hätten Sie etwas auf dem Herzen. Können wir Ihnen behilflich sein? Ein wunderschönes Grundstück. Und ein wunderschönes Haus. Man spürt Würde, Geschichte, Tradition. Schön, dass Sie es so sehen. Sie haben einen Blick für so etwas? Wir sind vielen Leute. Und immer auf der Suche nach interessanten Schauplätzen. Das hier ist einer. Dieser Friede. Diese Ruhe. Mein Name ist Landinius. Das ist meine Enkelin Anna. Hallo, Anna. Filmleute also. Da sind Sie auf einem Gebiet tätig, das mir fremd ist. Uns fremd ist. Aber sicher auch ein interessantes Feld. Einen Schauplatz suchen Sie. Diesen hier, halten Sie ihn für einen? Für einen sehr, sehr guten. Er regt die Fantasie an. Meine jedenfalls. Darf ich uns vorstellen? Das ist Herr Brandt, unser Autor und Regisseur. Mein Name ist Manzer. Das ist meine Frau, Schauspielerin. Und das ist unser jugendlicher Held, Carlos, wie bei Schiller. Freut mich, Sie kennenzulernen.
Meine Enkelin ist Schülerin in einem Internat und gerade in Ferien. Interessiert dich Film? Aber ja, ich find's aufregend. Einen Film wollen Sie machen? Was für einen? Wissen Sie, ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne hier jeden Fleck. Als Kind habe ich mir immer Geschichten ausgedacht mit Hexen und Räubern. Dann dürfen die Herrschaften sich hier also umsehen. Aber ja. Ach, also los. Wir haben uns alles angesehen. Wunderschöne Szenen. Man bekam einen Einblick in ein ruhiges, geordnetes Leben. Darf ich das machen? Ich mach das gern. Aber ja, bitte. Mein Eindruck verstärkte sich immer mehr. Was für ein liebes Kind. Zum gern haben. Ich hatte sie sofort gern. Ein schöner Nachmittag. Pinocchio saß neben Anna. Beide unterhielten sich und ich dachte, siehe da, Pinocchio. Er war groß in Form und ich dachte wirklich, was für ein netter Kerl. Gerne, gerne. Oder? Ja. Großvater, darf ich ihm das Haus zeigen? Aber ja, natürlich. Ja. Ich hatte an die 100 Bettszenen mit ihm gehabt, aber plötzlich war da etwas an ihm, was mich ebenso wunderte wie interessierte. Anna hatte Pinocchios Hand genommen. Sie gingen ins Haus. Er hat mir alles erzählt. Sie wissen ja, dass er bei uns wohnte. Sein Zimmer lag neben meinem und oft klopfte er an meine Tür und fragte, bist du noch wach? Kann ich reinkommen, Gitta? Und in der Nacht klopfte er auch an meine Tür. Kann ich reinkommen? Ja. Ich muss dir was Unglaubliches erzählen. Ich habe mich verliebt. Ehrlich gedacht, das ist kein Blödsinn. Ich habe mich verliebt. Weißt du, ich habe mich natürlich selber gefragt, was ist los mit dir? Da ist da plötzlich ein Gefühl. Irgendwie durchdringt es den ganzen Körper, oben und unten und links und rechts. Und ich habe nur ein Wort im Kopf. Anna. Dieses blöde Wort Anna. Und ich spuck's nicht raus. Das ist aber ganz schön schlimm. Ich muss dir erzählen. Weißt du, Anna und ich, wir gingen ins Haus. Das ist der Speisesaal, in dem man sich sehr feierlich benimmt. Warum benimmt man sich feierlich? Weil die da an den Wänden es so wollen. Es sind alles würdige Verwandte, die zwar längst tot sind, aber sie benehmen sich wie Lebende. Mein Großvater sagt, sie sehen zu, sie hören zu und sie urteilen über das, was du sagst und tust. Und, was empfinden Sie beim Anblick dieser Gesichter? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich jetzt ein unangenehmes Gefühl. Sehen Sie? Aber man gewöhnt sich dran. Das sind die großen Ehrwürdigen, die mich immer in Angst und Schrecken versetzen, bis ich ein Mittel gegen sie fand. Was für ein Mittel? Ich habe ihnen eines Tages einfach die Zunge herausgestreckt. Ich dachte, jetzt müsste es blitzen und donnern, aber es geschah gar nicht. Ich dachte also, wenn sie dir jetzt nichts tun, dann werden sie dir nie etwas tun. Soll ich das jetzt auch machen? Sie? Nein, Sie dürfen das nicht. Das sind meine Ehrwürdigen, nicht Ihre. Sie dürfen sich ruhig ein bisschen genieren. Können Sie das, sich genieren? Hoffentlich können Sie es. Mein Großvater sagt, sich genieren gehört zur Kultur. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, wie man sich geniert. Wegen der Kultur, wissen Sie. Aber jetzt wollen wir weitergehen. Was sagen Sie dazu? Muss mir da jetzt was einfallen? Mein Großvater sagt, manche Autoren werden schlecht bezahlt. Sie begnügen sich mit der Ehrfurcht, die man ihnen entgegenbringt. Ehrfurcht also, die Sie jetzt zeigen müssen. Hey, ich warte. Sie sind doch Schauspieler. Sowas müssen Sie doch zeigen können. Hören Sie, ich übe erstmal das Genieren. Müssen Sie das alles lesen? Mein Großvater sagt, wissen muss man langsam, weil alles seine richtige Zeit hat, um verstanden zu werden. Wer zu früh liest, was er nicht versteht, der steht vor so einer Bücherwand wie vor einer Mauer, obwohl sie ein Garten ist. Buchdeckel sind wie Gartentüren, die man aufmacht. Sagt Ihr Großvater. Sagt mein Großvater. Ich glaube, Ihr Großvater ist ein kluger Kopf. Ja, das ist er. Ein Ehrwürdiger, der lebt. Haben Sie auch einen Großvater? Ja, natürlich haben Sie einen, sogar zwei. Ja, aber große Ehrwürdige waren das nicht. Ich habe zwar auch manchmal vor Ihnen die Zunge rausgestreckt, aber Sie haben nichts gemacht. Sondern mich verhauen.
Wollen wir lieber gleich weitergehen? Das Musikzimmer. Hier gibt es ab und an kleine Hauskonzerte. Spielen Sie ein Instrument? Ich? Nein, ich spiele nicht selbst. Ich lasse es spielen. Spielen Sie ein Instrument? Ja, Geige. Geige? Spielen Sie gut? Mein Großvater sagt ja. Ich sag nein. Aber dann lasse ich ihn gewinnen. Wollen Sie mal hören? Dann wissen Sie gleich, dass mein Großvater diesmal keine Ahnung hat. Ja, ich möchte es gerne hören. Brauchen Sie keine Noten? Ich brauche sie manchmal. Manchmal nicht. Lieber brauche ich sie nicht. Ich versuche einfach eine Melodie, die mir gefällt. Soll ich? Na klar sollen Sie. Ich setze mich auf die Bank und höre Ihnen zu. Wie finde ich das? Ein Hauskonzert. Für mich alleine. Wahnsinn, Gitta. Wahnsinn. Das hat mich umgehauen, dass sie für mich Geige spielte. Ich kam mir vor wie... Ich weiß nicht wie. Ich dachte, was ist los mit mir? Du bist einfach verliebt. Meine Seele hat alle Viere von sich gestreckt. Gefällt Ihnen die Geschichte? Es ist eine schöne Liebesgeschichte, äußerst reizvoll. Ein abgebrühter Pornodarsteller verliebt sich in ein unschuldiges Mädchen. Das stimmt nicht. Pinocchio war nicht abgebrüht. Das war es ja, was mich so verwundert hat. Er rannte überall herum und erzählte es jedem, ob er es hören wollte oder nicht, dass er sich verliebt habe. Und alle haben sich krank gelacht. Brandt sagte sogar, beim nächsten Film, da legen wir ihm eine Geige ins Bett. Aufs Fiedeln versteht er sich ja. Und wieder haben sich alle krank gelacht. Jetzt kam er jede Nacht zu mir ins Bett. Er musste wieder was loswerden. Ich war wieder draußen. Ich sah Anna. Sie tanzte auf einer Wiese. Sie war barfuß. Trug ein langes Kleid, das sich im Wind bewegte wie eine Fahne. Sie kam mir entgegen. Irgendwie sah sie wieder aus, dass ein Daten stehen blieb. Was machst du hier, Anna? Weißt du, im Internat haben wir auch Ballettunterricht. Wir sollen lernen, uns zu bewegen. Und jede Bewegung muss in sich harmonisch sein. Jede Bewegung ist eigentlich auch sowas wie ein Tanz. Ist das so schwierig ausgedrückt? Komm! Du machst mich mit ganz neuen Sachen bekannt. Sowas habe ich noch nie gehört. Man kann das auch üben. Und es macht ernst Spaß. Und soll ich dir was sagen? Wir sind dann beide losgerannt, ich auch. Wir haben uns im Kreis gedreht wie die Kinder. Und dann lagen wir beide am Boden und konnten nicht mehr von lachen. Auf dem Rücken lagen wir. Und über einem war, naja, der Himmel. Ich erzähle dir das alles und du lachst nicht. Warum sollte ich lachen? Weil alle lachen. Die kommen doch alle. Was Neues, Pinocchio? Ich muss dich etwas fragen. Und sag's mir bitte ehrlich. Bin ich verrückt? Verrückt? Wie kommst du darauf? Weil mich alle behandeln, als sei ich ein Verrückter. Irgendwie bin ich für alle eine Witzfigur geworden. Das musst du nicht ernst nehmen. Hm? Mir gefällt, was du erzählst. Über deine Wiese bin ich ein bisschen mitgerannt. Und dann nahm sie mich mit in ein Bootshaus. Auch im Fernsehen sollen wir lernen. Zum Lernen fahre ich immer raus auf den Teich. Auf den Teich raus? Warum? Komm mit.
Kannst du rudern? Kann ich. Dann mach los. Wenn man auf dem Teich allein ist, man kann dann laut reden. Weißt du, je lauter ich rede, desto besser höre ich mir zu. Hast du Bücher mit? Nein, ich habe keine Bücher mit. Ich muss einen Vortrag halten. Worüber? Ich kann mir ein Thema aussuchen. Irgendein Thema. Und so, was man denkt, auch formulieren kann. Das ist so wie Geigenspielen ohne Noten. Und jetzt hältst du eine Rede. Denk über eine Rede nach. Treib Gedanken vor sich her wie Pferde und wartet auf das, auf dem man aufsitzen kann. Und los geht's. Das Pferd ist noch nicht vorbeigekommen? Zunächst mal stelle ich mir etwas vor. Mit vielen Leuten, die mir alle zuhören wollen. Und jemand sagt, Anna von Dandinius, stehen Sie auf, gehen Sie ans Podium, halten Sie eine Rede. Ich gehe nach vorne. Vor mir 100 Gesichter. Ich fange also an. Verehrte Exzellenzen, Präsidenten, eine Frage vorweg. Worüber soll Anna Landinius denn reden? Na, hören Sie mal, sagt der Präsident. Über sich selber sollen Sie reden. Ich bin ganz erschrocken. Verzeihung, Exzellenz, aber Anna Landinius kann gar nicht über sich selber reden, denn sie kennt sich selbst noch nicht. Also dann stelle ich mir mal etwas vor. Ein Bild. Anna Landinius steht vor einer Tür. Man sagt ihr, das ist die Tür, durch die du gehen musst. Sie öffnet die Tür, um sich selber zu begegnen. Jetzt sag mir mal, ob das jemand verstehen kann. Aber die Rede ist leider ins Wasser gefallen. Also eine Liebesgeschichte. Ja. Ich habe Ihnen eine Liebesgeschichte erzählt. Ich habe sie so wiedergegeben, wie er sie mir erzählt hat. Ich meine, er hat sie allen erzählt. Und alle haben nur drauf gewartet. Pinocchio, was ist denn los mit dir? Wann legst du sie denn endlich aufs Kreuz? So lange hast du doch noch nie gebraucht. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, Gitta, ich habe sie mir noch nicht mal nackt vorgestellt. Auch das hat er allen erzählt. Und dann haben die gesagt, also jetzt ist es ja völlig verrückt geworden. Die haben ihn wie einen Schwachsinnigen behandelt. Sag mal, wieso erzählt sie dir das alles? Ja, ich glaube, sie wollte mir Informationen geben. Aber dann hat sie mit ihrer Geschichte ganz plötzlich aufgehört. So, als wolle sie sagen, so, jetzt sind Sie dran. Aha. Wir sind dran, ja? Was tun wir jetzt? Tja, du nimmst dir vielleicht noch mal die Leute vor, die diese netten, reizenden Sexfilme produzieren da und die die Verliebtheit ihres Hauptdarstellers für eine romantische Verirrung halten, über die man nur herzlich lachen kann. Ja. Sieh mal zu, dass du herausfindest, wie herzlich das Gelächter war. Sicher nicht uninteressant. Und ich werde herausfinden, wo die Geschichte von Frau Manzer zu Ende war und wie sie weitergeht. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich bitte von Anna von Landinius sprechen? Das wird nicht möglich sein. Aha. Kann ich dann Herrn von Landinius sprechen? Haben Sie eine Verabredung? Ich habe keine Verabredung, aber er wird mich schon vorlassen. Ich bin Kriminalbeamter. Bitte kommen Sie rein. Wer sind Sie?
Mein Name ist Malte, ich bin der Fahrer und betreue Herrn von Landinius. Bitte kommen Sie, ich werde Sie anmelden. Guten Tag. Ein Kriminalbeamter? Ja. Ja, mein Name ist Derek, Herr von Landinius, nicht? Ja, mein Name ist Landinius. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich darf mal vermuten, weshalb Sie hier sind. Wegen eines jungen Mannes, der nachts auf einer Straße erschossen wurde. Habe ich recht? Ja, Sie haben recht. Dieser junge Mann ist mir bekannt. Uns bekannt, meiner Enkelin und mir. Eine Zeit lang ging dieser junge Mann bei uns ein und aus. Meine Enkelin hatte sich mit ihm befreundet. Sind Sie deswegen hier? Ja, deswegen bin ich hier. Kann ich bitte mit Ihrer Enkelin sprechen? Nein, das geht leider nicht. Meine Enkelin ist wieder im Internat. Sie war nur in den Ferien hier. Aber sagen Sie mir, was Sie wissen möchten. Dieser junge Mann, gefiel er Ihnen? Er hatte auf mich, auf uns, einen guten Eindruck gemacht, bis wir erfuhren, dass dieser junge Mann ein Hauptdarsteller in Sexfilmen ist. Daraufhin haben wir die Beziehung abgebrochen. Sie besteht nicht mehr. Naja, sie bestand ja schon dadurch nicht mehr, dass dieser junge Mann tot ist. Ne? Entschuldigen Sie, unter anderem natürlich auch deswegen. Wenn ich sage, wir haben die Beziehung abgebrochen, dann aus Gründen, die ich Ihnen erklären sollte. Soll ich sie Ihnen erklären? Oh ja, es würde mir helfen. Ihnen helfen? Wobei? Ja, zum besseren Verständnis hier in diesem Mordfall. Sie sind ein erfahrener Mann, nehme ich an. Lebenserfahren. Haben Sie etwas gegen diese Bemerkung? Nein. Nein, durchaus nicht, nein. Dann will ich Ihnen sagen, wer meine Enkelin war. Das Leben bringt zuweilen Wesen hervor, die, erlauben Sie den Vergleich, wie ein Gedicht sind. Sie sprechen jetzt von Ihrer Enkelin, ne? Ja, ich spreche von meiner Enkelin. Von der Poesie des Lebendigen. In der ersten Strophe ist alles noch Traum. Sie wissen, was ich auf diese Weise beschreibe. Unschuld. Ja, richtig, Unschuld. Keuschheit. Leicht zu verstehen also, dass diese Beziehung keinen Bestand haben konnte. Wann und wie ist diese Beziehung zu Ende gegangen? Als wir erfuhren, wer dieser junge Mann war. Und wie hat Ihre Enkelin reagiert? Kommen Sie, ich werde Ihnen etwas zeigen. Meine Enkelin spielte Geige. Sie spielte sehr gut. Sie liebte ihre Geige. Sie sagte, weißt du, Großvater, ich suche nach einer Melodie. Wenn ich die Geige in die Hand nehme, dann weiß ich nicht, was herauskommen wird. Töne, die wie Vögel davonfliegen. Und ich möchte sie noch nicht festhalten. Noch nicht. Schön, nicht? Ja. Ja, es sind schöne Worte. Sie fragten, wie sie reagiert hat. So. Sie hat ihre Geige zerschmettert, da liegt sie. Und eine Lebensmelodie, die sie noch nicht einmal gefunden hatte. Und Sie haben sie da liegen lassen? Solange ich lebe, bleibt sie da. Solange ich lebe? Was ist denn da passiert, Harry? Ja, ich meine, es muss etwas passiert sein. Aber keiner, der so richtig drüber reden will. Ja. Ja, ich weiß, ich meine, die haben über Pinocchio gelacht. Und das war kein herzliches Gelächter. Das war das Gegenteil. Nicht, die haben ihn ausgelacht, haben ihn hochgenommen, haben Witze über ihn gemacht. Und das hat sich dann so eingespielt. Und dann haben sie gesagt, sag mal, schreibt er jetzt Liebesbriefe? Liebesbriefe. Und da haben sie ihm Texte vorgeschlagen und haben sich gegenseitig überboten in der Formulierung. Nee, nee, das war kein herzliches Gelächter. Das war blanker Spott. Frau Manser hat gesagt, er hat sich selbst für einen Idioten gehalten.
Und zum Schluss hat er gar nicht mehr gewusst, wer er eigentlich ist. Gerade dabei, meinen Mann zu verlassen. Haben Sie von Landinius Besuch? Ja. Haben Sie das Mädchen gesehen? Nein. Sie ist völlig von der Bildfläche verschwunden. Hat er Ihnen gesagt, wo sie ist? Sie sei wieder im Internat. Die Ferien sind vorüber. Und worüber haben Sie mit ihm gesprochen? Über seine Enkelin. Er hat sie mir geschildert. Was hat er gesagt? Sie sei Poesie, ja. Sie. Ja, nun lassen Sie mich erst mal fragen, warum wollen Sie Ihren Mann verlassen? Mein Mann hat Anna von Landinius angerufen. Er hat sie eingeladen. Besuchen Sie uns doch mal. Wir haben ein Filmatelier. Vielleicht können wir Ihnen ja eine Rolle geben. Und sie sagte zu. Mein Mann sagte zu Pinocchio, dein Mädel besucht uns. Wir wollen Ihnen eine Rolle geben. Was für eine Rolle wollen wir ihr denn geben? Können Sie sich die Reaktion vorstellen? Brüllendes Gelächter bei allen. Und Pinocchio stand mittendrin. Ich frage Sie, was tut man in so einer Situation? So hilflos. Und Sie können mir glauben, dass er hilflos war. Raten Sie mal. Er lachte mit. Ohne zu wissen, dass er lachte. Und plötzlich redeten alle über die Rolle, die man dem Mädchen geben könnte. Na, welche schon? Auf die, die Pinocchio sich so gut verstand, die er gewohnt war. Also los, Licht an, Kamera in Position. Wo ist das Bett? In die Mitte, das Bett. Und mein Mann sagte zu ihm, hast du Angst? Was ist denn los mit dir, Pinocchio? Brüllendes Gelächter. Ha, Pinocchio hat Angst. Menschenskind, die wartet doch nur darauf, dass du sie endlich flachlegst. Was zu trinken, Pinocchio? Und alle klopften ihm auf die Schulter. Sie sagten, du bist doch unser guter Junge, Pinocchio, nicht wahr? Das wirst du doch auch bleiben, nicht wahr? So haben sie seinen Verstand hin und her gedreht. Bis er nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Na komm, trink noch was, Pinocchio. Das bringt dich in Fahrt. Du bist unser bester Mann. Denk daran, zeig, wer du bist und was du kannst. Nein, ich... Hör zu, mein Junge. Du bist bei mir unter Vertrag. Vergiss das nicht. Du hast zu tun, was ich dir sage. Ist das klar? Na also... Pinocchio war im Handumdrehen betrunken. Er lachte, er stotterte. Und mein Mann sagte, Vorsicht, Vorsicht, wenn sie kommt. Wir dürfen keinen Fehler machen. Sie muss unterschreiben, dass sie eine Rolle akzeptiert. Wir sagen ihr, dass wir das immer tun, sicherheitshalber. Und sie kam und unterschrieb etwas. Sie hat überhaupt nicht gelesen, was sie da unterschrieb. Hat sie vergewaltigt, ja? Es wurde gefilmt. Man kann den Film kaufen. Sie hat ja unterschrieben, dass sie eine Rolle akzeptiert und dass alles in ihrem Einverständnis geschieht. Ich habe den Film hier. Vielleicht ist er wichtig für Sie. Nein, der ist nicht wichtig für mich. Wie ist sie nach Hause gekommen? Mein Mann hat sie nach Hause gefahren und vor der Tür abgesetzt. Er sagte, die paar Meter können Sie doch laufen. Und stellen Sie sich nicht so an. Wo ist der Mann jetzt? Ich weiß es nicht. Ich suche ihn ja selber, weil ich ihm sagen möchte, warum ich ihn verlasse. Ich bin sentimental geworden. Das Mädchen tut mir leid. Wie sagten Sie noch? Poesie. Gibt es keine Poesie mehr? Darüber muss ich nachdenken, aber nicht hier. Ja? Ricci ist nicht da, wo ist er?
Wir stehen hier alle rum und warten auf ihn. Nein, wir haben keine Ahnung, wo er ist. Mein Mann ist verschwunden. Und ich wundere mich, wie wenig mich das interessiert. Guten Tag, Herr von Landinius ist im Haus. Ja, der Herr von Landinius hat mir gesagt, Sie wären immer willkommen. Das ist schön. Ah, ich habe noch eine Frage. Der Wagen gehört der Herrn Landinius? Ja, das ist sein Wagen. Fahren Sie ihn? Ich fahre ihn auch. Sie fahren ihn auch? Wer fährt ihn noch? Herr von Landinius fährt ihn. Herr von Landinius kann einen Wagen fahren? Ja, der Wagen ist so eingerichtet, dass ihn Herr von Landinius fahren kann. Ich sollte Ihnen das sagen, falls Sie danach fragen. Er hat damit gerechnet, dass ich danach frage, was? Ja. Hat Landinius seine Waffe? Ja. Hat auch damit gerechnet, dass ich das frage. Ja. Bitte kommen. Guten Tag, Herr Derrick. Guten Tag. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Sie haben auf mich gewartet. Ja, das habe ich. Ich habe gehört, was man mit Ihrer Enkelin gemacht hat. Keine gute Geschichte, nicht wahr? Sie haben meine Enkelin nicht kennengelernt. Haben Sie denn noch eine Ahnung, wie sie war? Auch Frau Manzer hat mir von ihrer Enkelin erzählt. So dass sie einen guten, nein, ich möchte sagen, sogar einen sehr guten Eindruck von ihrer Enkelin habe. Aha, Frau Manzer. Sie hat ihre Enkelin sehr gemocht. Was macht sie jetzt, die Frau Manzer? Packt ihre Koffer, verlässt ihren Mann. Mhm. Verständlich. Wie hat ihre Enkelin das alles überstanden? Sie sagte etwas Erstaunliches. So schnell wollte ich gar nicht erwachsen werden. Für mich war es, als hätte sich Eiseskälte auf eine Frühlingswiese gelegt und alles zerstört. Aber Anna sagte, keine Angst, Großvater, ich schaffe das. Ich schaffe das. Hat's der Großvater auch geschafft? Welche Antwort erwarten Sie? Dass Sie mir sagen, nein, ich habe es nicht geschafft. Natürlich unendlich viele Gedanken, die über mich herfielen. Ich habe sie sortiert, einige weggesteckt, aber es sind auch einige geblieben und wurden stärker. Zum Teil übermächtig. Ist es erlaubt, die Liebe zu ermorden? Der Blinde sieht nichts, der Taube hört nichts, der Gefühllose fühlt nichts. Aber ich bin nicht blind, ich bin nicht taub und ich bin nicht gefühllos. Sie haben draußen meinen Wagen gesehen? Ich habe Ihren Wagen gesehen. Malte hat Ihnen erzählt, dass ich ihn fahren kann? Hat er mir erzählt. Hat er Ihnen gesagt, dass Manzer mich aufgesucht hat? Was? Manzer war hier? Er ist noch hier. Ach, er ist noch hier. Kommen Sie. Er wollte mit mir reden. Wohl aus Angst. Er bot mir wortreich Erklärungen an. Aber je mehr er redete, desto unerträglicher wurde er mir. Kommen Sie. Ich zeigte ihm die zerbrochene Geige, was ihn nicht interessierte. Kommen Sie weiter. Ein kleiner Salon. Dort ist er. Ich habe ihm gesagt, dass ich Ihren Besuch erwarte. Gehen Sie nur hinein. Thank you.
Anna sagte, ich schaffe es. Sie sehen, ich habe es nicht geschafft.